Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein Flop-Video. Also es sind Produkte, die ich aussortiert habe, nachdem ich sie ausprobiert habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video sind wirklich Produkte von Drogeriepreisen bis High-End enthalten. Produkte, die ich in Kooperation bekommen habe, Produkte, die ich mir selbst gekauft habe. Wirklich alles Mögliche, aber überwiegend Make-up-Produkte werdet ihr hier finden. Ja, ich teste mich durch vieles durch, einfach damit ihr euer Geld sparen könnt und es nicht zum Fenster hinauswerfen müsst. Da ist es mir lieber, wenn ich es einmal ausgebe, als wenn einige von euch das machen. Und deswegen, ja, reviewe ich halt einfach unheimlich viele Produkte. Und was passiert mit den Produkten? Nun, sie werden nicht weggeschmissen, es sei denn, sie sind wirklich schlecht, also im Sinne von nicht mehr gut, ne? Sie gehen zum Beispiel, hier gibt es ja die Kanalmitgliedschaft und ab Ehrenbürger, so nennt sich das, hat man Zugriff auf meine Grabbelkiste und ich werde die Produkte nämlich abfotografieren, dort reinstellen und so weiter. Und dann kann man sich die Produkte aussuchen, wenn man sie haben möchte, und dann schicke ich die halt versandkostenfrei und generell kostenfrei zu der Person, die sie gerne hätte. Die Person, die sich halt zuallererst darauf meldet, ne? Und ansonsten gehen sie an meine Trashy-Mädels. Trashy kommt nämlich bald wieder hier zu mir. Oder auch an Familie und Freunde. Die können sich immer wieder bei meinen Produkten bedienen. Und das machen sie auch sehr, sehr gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich hier ein Lieblingsprodukt von dir drin habe, sorry, aber es ist meine persönliche Meinung. Meine Hautbedürfnisse sind nicht eins zu eins mit jedem kompatibel, der diesen Kanal wahrscheinlich schaut. Und dann kann es einfach sein, dass ich ein Produkt, was du Oberaffen Titten geil findest, nicht so feier. Das ist alles möglich. Dafür sind wir halt alle individuell und das finde ich auch ehrlich gesagt total cool. Wir starten mit der Palette, die ich gerade auf den Augen trage. Ja, der Look ist wirklich gut geworden, aber der Weg dahin war steinig und das ist sehr schade. Denn es ist eigentlich eine Palette, wo ich richtig Bock drauf hatte und wo ich mich eigentlich mega gefreut habe. Das ist hier von Catrice, die Dschungelbuch-Palette mit Hattie und Mowgli. Und ne, ich hatte schon bei der ersten Veröffentlichung des Pressebildes mir gedacht, oh, ich muss sie haben. Aber, und das ist leider das Problem bei der Palette, diese ganzen zweigeteilten Töne, die hier drin sind, und das sind gar nicht mal so wenige, sind echt furchtbar von der Konsistenz her. Die matten Töne lassen sich richtig schwer nur mit dem Pinsel auftragen. Vor allem habe ich das hier bei Honey Just For Me und Creature bemerkt. Und die Schimmertöne sind auch sehr, sehr schwer aufzubringen. Geht nur mit dem Finger. Siesta ist auch gar nicht ohne. Ich muss gestehen, dass ich so Standardtöne wie hier den Prickly Pear, also so einen ganz klassischen Gelb-Goldton, gar nicht groß ausprobiert habe. Der Jungle Bum, der hier in der Mitte ist, der ist überragend. Ihr seht den auch auf meinem Augenlid, ne? Richtig cooler Ton. Aber ansonsten ist das leider nicht so gelungen, wie ich mir das gehofft hatte. Also Catrice kann eigentlich Lidschattenpaletten. Das haben die aber bei der Palette nicht so gut hingekriegt, ne? Schade. Dann habe ich etwas, was ich pflegeprodukttechnisch ausprobiert habe. Wurde so gehypt und habe ich mir dann nachgekauft von Glisscur Night Elixir Reparatur über Nacht. Habe ich auch so zu einem Viertel oder so verwendet, ne? Also bis hier ist es dann quasi aufgebraucht. Habe ich mir dann abends reingegeben. Das soll quasi verhindern, dass wenn du deine Haare, so wie ich das ja auch mache, nachts im Zopf hast, dass es durch die Reibung halt irgendwie so passiert, dass die abbrechen oder unschön werden oder so. Also, wenn ich das Produkt verwendet habe, hatte ich am nächsten Morgen echt so Haare, also nicht frizzig, sondern irgendwie waren die so eklig, also fand ich einfach nicht schön. Und wenn ich es nicht verwendet habe, hatte ich halt einfach normal glänzende Haare, ne? Also das fand ich nicht gut, nee. Ich habe das noch in einer anderen Variante, da werde ich das ausprobieren, in der blauen Variante ist das, glaube ich, ne? Aber diese goldene, die fand ich echt doof. Dann habe ich hier aussortiert, weil es leider weißelt von Essence, das Fix and Last 14 Stunden, 14 Hours Make-up Fixing Loose Powder. Ja, das weißelt. Das finde ich nicht schön. Und irgendwie macht das halt auch so ein bisschen das Ganze fleckig. Ich finde, das sieht nicht schön aus. Soll halt ein bisschen abmattieren und Blurring machen. Nee, da habe ich andere Puder, die ich mehr mag. Dann habe ich hier einen Revolution Highlighter in der Farbe Golden Lights. Das ist einfach nicht meine Farbe. Das ist mir zu gold, zu Bam in your face. Also ich habe heute auch einen Revolution Highlighter drauf, der Just My Type. Der ist mega schön. Einer meiner absoluten Lieblings-Highlighter. Aber dieser hier ist leider nicht meine Farbe. Der ist,
irgendwie zu gelb, zu bunt für mich, muss ich sagen. Wenn ich den jetzt auch mal swatche, dann seht ihr das vielleicht auch. Weiß ich nicht. Hier kann ich das swatchen. Also, ihr seht das hier vielleicht, weiß ich nicht. Der sieht halt sehr, sehr dunkel Gold aus, ne? Das ist nicht so ein zarter Champagnerton. Also für mich ist der einfach zu bunt. Ich mag den nicht so gerne. Dann habe ich heute versucht, erst diesen Bronzer aufzutragen, habe ihn dann aber ganz schnell wieder abgemacht. Von NYX California Beamin'. Das ist dieser Bronzer in der Farbe Free Spirit. Der hat einen Schimmer mit drin. Das ist nicht meine Welt. Das sieht irgendwie nicht so genial aus. Das ist halt wirklich so eine Art Sonnenpuder, ne? Aber das ist nicht meine Welt. Dieses Schimmergedönsen brauche ich nicht. Diese Blushpalette hatte ich damals gekauft, weil Unbox Butterfly Nicole hatte eine andere Blushpalette von Clinique gezeigt und die so toll gefunden. Das war aber die Blushpalette mit den Blumen drin, wo ich die einzelnen Blushes von habe. Diese hier, diese Swirl Blushes, sind leider gar nicht so geil, weil die sind zu schwach pigmentiert und gleichzeitig irgendwie auch zu komisch fleckig. Also dieser ganz dunkle Ton hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Diesen Peach-Ton sieht man null. Und dieser lila Ton, der ist immer was anderes gewesen tatsächlich. Aber das ist nicht meine Welt. Nee, also nee, die mochte ich bei mir, an mir einfach nicht gerne leiden. Und deswegen darf sie mich verlassen. Crazy, hm? Ja, ich habe so einen Foundation-Test gemacht. Da habe ich jetzt gerade so den letzten Step im Gesicht. Ihr habt das Video wahrscheinlich auch schon gesehen, kann ich euch mal im i verlinken. Da habe ich dann die Foundations, die wirklich ganz am Ende standen, aussortiert, weil ich mir gedacht habe, ja nee, dann haben die mich halt auch wirklich nicht überzeugt und dann sind die es auch nicht wert, in meine Sammlung mit übernommen zu werden. Was natürlich ein bisschen schwierig eigentlich ist, weil eigentlich fand ich die super interessant. Egal, aber auf meinem Gesicht leider halt nicht. Die In Real Life Filter Foundation von Revolution. Schaut euch das Video an, dann seht ihr ja auch, wie die bei mir aufgetragen aussah. Genauso auch von Anna Ivanovic, diese BB Feuchtigkeitscreme, den Tinted Moisturizer. Ich gucke die ganze Zeit, ob ich da irgendwo vielleicht sogar einen Lichtschutzfaktor oder so drin hätte, weil dann wäre das vielleicht was für meine Mom. Aber da ist, ja, Lichtschutzfaktor 15, bitte. Nein. Von Judith Williams, Magic Wonder Balm. Das kannst du halt vernachlässigen, ne? Weil das musst du schon sehr dick auftragen, um überhaupt 15 zu erreichen. Und so dick willst du den Fond, also diesen Balm nicht auftragen. Ja, und das hier war ja leider der letzte Platz, ne? Spoiler, Spoiler. Maybelline Perfecta 4-in-1 Glow Make-up. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil dieser Applikator halt so schwierig ist hier oben dran. Mal gucken. Vielleicht möchte jemand von den Trashy-Mädels das mal ausprobieren. Ich fand's echt schade, muss ich wirklich sagen, weil ich hatte da sehr große Hoffnungen in das Produkt gesetzt. Auch diese Mascara hat mich sehr enttäuscht. Da habe ich euch auch einen Short zugedreht von Trend It Up. Lash Heaven Mascara hat leider überhaupt nichts Himmlisches mit meinen Wimpern angestellt. Genauso habe ich tatsächlich in 3 Schichten aufgetragen und darüber noch eine andere Mascara heute gegeben. Ja, und das Original davon kostet 75 Euro, ne? Sean Tekay hat hier diese Four Seal Longest Lash Mascara rausgebracht gehabt. Die hatte ich mal in einem Adventskalender drin, habe die dann jetzt mal für einen Short verwendet. Alto Belly, ne? Also das ist so, so peinlich, muss ich wirklich sagen. Und bei mir funktionieren Mascaren wirklich schnell sehr gut. Also Mascaras haben es bei mir nicht schwer, gut auszusehen, weil ich verwende ein Wimpernserum. Ich habe gewisse Techniken, die ich anwende, um da halt wirklich Bavavum rauszubringen. Und dann hast du eine 75-Euro-Mascara, also in der Full-Size, ne? Und denkst, Wunder, was die bringen soll. Und die bringt einfach nichts. Das ist traurig. Natasha Denona hat hier mal irgendwann zu Valentinstag dieses Love Cheek Duo rausgebracht, was ich einfach auch hübsch fand, aber nur hübsch bringt einen ja nicht weiter im Leben, das ist so. Und ja, schöne Verpackung, ne? Aber der Blush ist leider irgendwie, war der immer schon so? Ich meine, gut, ja, ich krieg da schon cremig hier raus, ne? Aber der ist halt pink. Und der Highlighter, der ist halt auch nicht so, das ist halt bunt, ne? Und das finde ich halt für mich nicht so geil. Also das ist halt nicht meins. Nee, muss ich wirklich so zugeben. Deswegen lasse ich das auch mal weiter wandern. Ich gehe einfach davon aus, dass man jemanden finden wird, der die Produkte lieben wird. Und dann bin ich immer glücklich, ne? Wenn ich einfach merke, okay, entweder in Trashy oder wie gesagt bei den Mitgliedern hier auf dem Kanal oder bei meinen Mädels. Das ist immer so schön für mich zu sehen tatsächlich, dass wenn jemand was dann aus der Kiste rausnimmt und
dem Produkt ein neues Zuhause gibt, dass ich einfach merke, okay, das Produkt wurde nicht ohne Sinn hergestellt. Ne? Das ist irgendwie dann cool für mich. Diese Biotherm-Kerze hatte ich in einem PR-Paket von Biotherm bekommen und hatte sie auch kurz im Hintergrund stehen. Und Leute, habe ich eine Kopine davon gekriegt. Das ging gar nicht. Ne? Die Kerzen sind hier immer sehr nah an meiner Rübe dran. Genau. Und boah, die ist hardcore. Die riecht gut nach Zedernholz und Orange, aber zu krass. Nee, und das möchte ich hier niemandem antun. Also, nee. Auch bei uns im Wohnzimmer, was ja eigentlich riesig wäre, ne, wird sich der Duft ja auch wahrscheinlich gut verteilen. Aber nee, das ist mir einfach zu viel. Das möchte ich nicht. Ich muss mir einen Schluck trinken, weil hier geht es echt noch viel weiter. Nars, Laguna. Habe ich aussortiert, weil ich habe von Emmy ein Produkt bekommen. Da ist der Nars Laguna und der Nars Orgasm drin. Das ist so ein Duo-Produkt. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann brauche ich den Nars Laguna Bronzer nicht mehr alleine haben. Das ist einmal dieser hier, der wird dann weiter wandern, weil ich brauche ihn halt nicht zweimal. Ne? Dafür werde ich ihn wahrscheinlich niemals aufbrauchen können in der Geschwindigkeit wahrscheinlich. Von Kevin O'Connor habe ich auch einen Blush. Habe ich das heute drauf gemacht? Ja, ne? Und ihr seht ungefähr keinen Blush-Effekt. Nee, ihr seht Highlighter, ihr seht Glow, weil das macht dieses Produkt auch. The Neo Blush. Rose Cliff Golden Rose. Der war mal in einer Box oder in einem Adventskalender oder sonst irgendwas drin. Den habe ich mir definitiv nicht selber so gekauft. Und der wird halt auch weiter wandern. Ne? Das ist eigentlich so ein Blush-Lighter, dass du Blush hast und einen Highlighter theoretisch mit dabei. Aber selbst der Blush alleine aufgetragen ist zu zart. Und ich bin ja super blass. Ich frage mich, wer das dann tragen möchte. Dafür muss man halt wirklich richtig, richtig dezent das mögen. Und ich mag es nicht gerne zu dezent. Der Concealer von Charlotte Tilbury hat mich echt enttäuscht. Das ist der Beautiful Skin Radiant Concealer. Habe ich in der Farbe 2 Fair gekauft. Der glitzert, Leute. Der glitzert. Stärker als jeder Highlighter. Das ist der Wahnsinn. Farblich dachte ich erst, als ich den aus der Packung genommen habe, ui, da hast du dich wohl vergriffen und was zu Helles genommen. Nee, farblich passt er tatsächlich. Aber dieser Glitzer, Also ich habe es im Video getestet und habe dann gesagt, Mensch, komm, ich guck nochmal, ne? Nee, ich glitzer nicht so gerne unter meinen Augen. Also dann denke ich halt die ganze Zeit, ich hätte Fallout und das ist irgendwie blöd. Dann habe ich zu Eva aussortiert, die Heritage Palette. Ja, ich habe einiges von zu Eva, glaube ich, hier noch weiteres drin, ne? Ja. Habe ich einfach nicht zugegriffen, ne? Ja, und mittlerweile gibt es einfach so krasse Lidschattenqualitäten auf dem Markt. Da kann zu Eva halt mit dem nicht mehr so gegen anstinken. Dann habe ich hier von Too Faced einen Blush, den ich auch optisch voll schön fand, aber der ist halt nichts auf dem Gesicht für mich. Mit den, Too Fum ist es ja quasi, diese süßen Schmetterlinge. Butterfly Babe und ja, da sind Schmetterlinge drauf und glitzert und ne, mag ich nicht an mir tatsächlich. Ist mit Spiegelchen. Irgendwer wird da hoffentlich mit glücklich. Dann habe ich von Sleek diese Palette aussortiert. Die ist mir einfach zu kühl. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Auch wenn ich einen neutralen, kühlen Unterton habe. Das ist ja diese klassische, ja, ist die Soul Styles, genau. Hatten wir ja schon 1000 Mal damals, als ich mit YouTube angefangen habe, in irgendwelchen Boxen drin. Ne? Ist nicht mein Vibe. Nee, man sieht es ja auch, ich habe das sehr selten zugegriffen. Dann habe ich hier von Kiko ein Puder. Oh, das ist ein Bronzer? Nee, ein Bronzer ist es, ne? Genau. Der ist mir zu leicht gewesen. Habe ich das aufgeschrieben? Ich habe hier nämlich immer so einen Spickzettel, aber hierzu habe ich doch zu schwach aufgeschrieben. Das ist die Blossoming Beauty Floral Bronzer Geschichte in der Farbe 01 Golden Honey. Man würde gar nicht denken, dass er zu schwach ist, ist er aber. Und ich habe von Kiko einige Bronzer, der hier ist einfach zu fest hier im Pfändchen gepresst. Ne? Den sehe ich auf meiner Haut wirklich sowas von ungefähr gar nicht. Der ist halt auch eher gelblich, ne? Nee. Hübsches Verpackungsdesign mal wieder, ne? Da sind wir wieder am Start. Dann habe ich hier einen Highlighter von Essence aussortiert, der mir zu dunkel ist. Ist aus dem Adventskalender vom 2021, glaube ich. Ist dieser hier. Ja, der ist mir einfach zu dunkel. Das sieht man schon direkt, ne? Ist aber wunderschön mit seinen Sternchen da drin. Dann habe ich hier auch von Essence den Glowing Golds aussortiert mit Vitamin E, der Baked Luminous Bronzer. Gleiche Nummer wie auch beim NYX Bronzer. Der ist mir einfach zu schimmernd. Das ist nicht meins.
ne? Und die Farbe, die passt halt auch nicht wirklich. Ich bin eher so ein Fan von kühleren, aschigeren Bronzern. Das ist mehr so mein Vibe. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette aussortiert, die ich mir, glaube ich, sogar mal gekauft habe von Yves Rocher. Ich habe mittlerweile eine andere von Yves Rocher zugeschickt bekommen von einer lieben Followerin. Deswegen, ja, fiel es mir dann auch etwas leichter, die auszusortieren. Und, ne? Ist schon öde. Ne? Also das ist eine schöne Alltagspalette, sehr wahrscheinlich, aber wenn ich die aufs Auge gebe, ist das halt eine Suppe. Das muss nicht sein. Ich mag es halt lieber so ein bisschen durcheinander und so. Dann habe ich hier diese Eyeshadow Base von Colourpop aussortiert, Party Proof Eye Primer, auf gar keinen Fall. Das Ding ist einfach krümelig und schmierig und zersetzt sich und nee, das, genau das soll Eye Primer ja nicht machen. Sich zersetzen, absetzen oder blöd aussehen. Soll ebenmäßig sein, damit ich darauf schön meine Lidschatten auftragen kann. Gar nicht gut. Dann habe ich den jetzt zweimal in der gleichen Farbe gehabt. Manchmal bin ich auch echt ein Vogel, ne? Ash Blond und Blond. Okay, habe ich Ash Blond und Blond gehabt. Von NYX Professional Make-up. Es ist der Micro Brow Pencil in Ash Blond und in Blond habe ich ihn ausprobiert. Sieht aus wie Julius Windel-Inhalt und das muss ja nicht sein. Ne? Das ist leider nicht für mich passend und ich bin blond, Leute. Das hier ist blond. Ich bin nicht gefärbt blond. Das ist naturblond. Und wenn bei meiner Haarfarbe blond und aschblond nicht funktionieren, ja wo denn dann? Ne? Also verstehe ich nicht, warum man dann solche Farben rausbringt. Ich gehe ja schon davon aus, dass eine Marke sich hinsetzt und dann vielleicht die Produkte auch im Vorfeld an Menschen testet, die ja dann auch diesen Hauttypen, Haartypen, wie auch immer, haben sollten. Haben sie offensichtlich jetzt da nicht so gemacht. Dann habe ich hier die Cutting Edge aussortiert von Dose of Colors. Das ist eine Lidschattenpalette, die ich mal in Kooperation zugeschickt bekommen habe von Purish. Ich liebe diesen Goldton. Der ist der Hammer. Aber diese Palette bröselt dir das ganze Gesicht voll mit Glitzer über den Tag. Das geht gar nicht. Klar, verwende ich auch nichts Glitterglue. Trotzdem, das ist gar nicht gut. Dann finde ich, dass diese matten Töne, die hier drin enthalten sind, einfach zu sehr Matsche und Schlamm rufen und einfach nicht bei mir funktionieren. Ich habe da verschiedene Looks mit ausprobiert. Es hat alles nicht ausgesehen. Schade Schokolade, die wird mich jetzt verlassen, obwohl sie einfach eine gute Qualität hat. Ne? Aber die Farben sind halt zu schwierig. Wer fährt denn hier mit einem SUV rum? Crazy. Brauchst du ja nichts. Plattes Land, Leute. Egal. Dann habe ich hier von Anastasia Beverly Hills das Glow Kit von Nicole Guerriero. Was? Von der Nicole mit rausgenommen. Das war im Trashy. Das ist eine Glitzerbombe, Leute. Heide, nein. Also gar nicht meins. Leider nein. Ich hätte es gerne gehabt, dass es mir steht, aber das ist halt einfach wirklich... Du merkst, dass die Highlighter mittlerweile so ein bisschen weitergekommen sind, aber ein Blick in die Palette hätte gereicht, denn du siehst direkt diesen groben Glitzer hier drin, ne? Aber na, vielleicht wird ja irgendwer anderes damit glücklich. Dann habe ich hier von Essence die Bronze Your Way Palette aussortiert. Ja, finde ich nicht gut. Die Töne stehen mir halt einfach nicht. Da habe ich einen Downtown Bronze Ton, der mir zu hell ist, einen Tropical Bronze Ton, der mir zu gelb ist und einen Major Bronze Ton, den ich nicht verwende, weil er als Highlighter zu dunkel ist und Bronzer Topper halt einfach, nee, den Trend habe ich zwar wahrgenommen, aber den möchte ich nicht mitmachen. Dann habe ich hier von NABLA tatsächlich ein Produkt aussortiert. Mhm. In der Farbe Independence ist das dieser Blush. Ich liebe Lola. Lola ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Independence ist leider nicht meine Welt. Steht mir nicht. Das sieht einfach zu krass aus. Ich mag schon gerne, dass man mir Blush auch ansieht. Ne? Dass ich auch einen derben Blush im Gesicht habe. Aber der hier, das steht mir einfach nicht. Das muss nicht sein. Dann habe ich hier von Essence Kissed by the Light diesen Illuminating Powder. Ich weiß nicht, was Essence sich bei diesem Sortiments-Update gedacht hat. Das ist halt irgendwie so ein Zwischending zwischen Highlighter und Bronzer. Also schon Bronze-Lighter, aber damit kannst du doch nicht arbeiten. Also ich nicht. Ich finde nicht, dass der gut ist. Also meins ist es nicht gewesen. Ich habe den jetzt auch nicht irgendwie bei super vielen noch weiterhin gesehen, nachdem das Sortiments-Update vor einem Jahr, zwei Jahren durch war. Ne? Jo. Den hier habe ich irgendwie doppelt. Hatte ich dann auf einmal doppelt offen. Das ist blöd. Ist aber ein schöner Highlighter. Pixie by Petra.
Peach Honey ist die Farbe. Das ist so ein Duo-Vieh. Ja, ne, hatte ich zweimal in der Box drin. Habe ich zweimal geöffnet und verwendet. Super, Claudi. Und den mag ich aber. Der ist schön. Doch, ein toller Highlighter. Dann habe ich hier ein Full-Face Douglas geschminkt mit der Douglas Eigenmarke. Den Big Bronzer Face and Body habe ich verwendet, den man leider nicht sieht. Der ist einfach zu hell tatsächlich und ich glaube, dass irgendwer das bestimmt sogar als Puder verwenden könnte. Ja, dann habe ich hier die, ja, jetzt kommen wir zu der zu Eva Aussortiergeschichte, Caramel Melange Eyeshadow Palette. Was habe ich mich gefreut, als wir die mal irgendwo in der Box hatten oder in einem Adventskalender. Ja, habe ich letztens auch nochmal wieder verwendet, einen Look mitgeschminkt, fand ich öde, habe ich aussortiert. Ja, auch hier die zu Eva Together We Shine Eyeshadow Palette. Ihr merkt, ich bin von A bis Z einmal durch meine Lidschattenpalettensammlung gekommen. Hat auch nur ein Vierteljahr gedauert, ne? Das ist eine schöne rosane Palette, aber die brauche ich nicht. Nee. Das sieht halt auch irgendwie, die matten Töne sehen alle aus wie eine Suppe auf meinen Augen. Die Schimmertöne sind solide, hauen mich aber nicht von den Socken. Also das ist nichts, wozu ich jetzt aktiv irgendwie greifen würde und sage, Mensch, die Together We Shine Palette. Da habe ich mal wieder Bock drauf. Genauso die Screen Queen, die habe ich mir damals gekauft, als sie irgendwie im Ausverkauf bei Douglas war. Ich sollte das lassen, ne? Sachen im Ausverkauf bei Douglas kaufen, weil ich da wahrscheinlich eh nicht zugreifen werde. Weil sie nicht ohne Grund im Ausverkauf sind meistens. Die ist geswatcht, ja. Ne? Ja. Ist okay. Ja. Aber, ja, halt auch nur okay. Und jetzt, ja. Es tut mir ja auch weh, ne? Weil ich habe dafür ja auch gearbeitet, mir die kaufen zu können. Die Aristo-Palette habe ich auch aussortiert. Das ist einmal diese hier. Die ist auch einfach zu dunkel und auch zu langweilig. Also, ich weiß auch nicht, was mit zu Eva los ist. Ob die irgendwie... Ach, guck mal, da hast du immer eine Seite die matten Töne und die... Siehst du, das ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Und die Schimmertöne auf der anderen Seite. Ja, nett. Was mit zu Eva los ist, die haben zwar auch jetzt wieder neue Produkte rausgebracht, aber Lidschattenpaletten, die die rausbringen, sind irgendwie immer sehr zurückhaltend, sage ich jetzt mal freundlich. Dann habe ich hier die Let Me Stay Creamy Eyeshadow Base von Douglas. Ihr seht, das ist das alte Douglas-Logo. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Jahre dieses Produkt in meiner Schublade vor sich hin gelegen hat. Verwendet habe ich es wohl schon ein bisschen, ne? Aber es ist eingetrocknet. Das ist ein Produkt, was jetzt tatsächlich in den Müll kommt. So, dann habe ich hier einen Nagellack. Da habe ich jetzt tatsächlich einen alternativen gefunden und deswegen habe ich den aussortiert. Aber der ist eigentlich schön. Le Rouge à Ongles, das ist einfach dieser Lavendel, hellbar Lavendelton. Wunderschöner, wunderschöner Ton. Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, eine Alternative. Den hier, da habe ich immer wieder überlegt und jetzt habe ich ihn mal aussortiert, weil die Farbe irgendwie auf meinem Nagel jetzt nicht so ultimativ rüberkommt. Catrice Stronger Nails, das ist dieser hier in der Farbe Expressive Pink. Der soll halt die Nägel auch gleichzeitig pflegen, wenn du es drauf machst. Tja, das ist auch schade. Auch das ist ein Kooperationsprodukt, hat mich aber nicht geflasht. Vielleicht steht jemand als Liquid Shadow auf diese Denise Myricks Produkte. Ist von Tiara, von Denise Myricks ein Vision Flush Glow, den du dir als Highlighter auftragen kannst. Da hat er mir null gefallen, leider. Kann man sich aber auch wohl als Liquid Eyeshadow auftragen und das ist die Farbe Tiara. Mochte ich leider nicht. Deswegen bitte weiter wandern. Und ich hoffe, dass damit jemand glücklich gemacht wird. Dann, oh mein Gott, Chantecaille ist doch gerade voll im Hype. Ja, ich hatte mir auch mal als Unbox Butterfly Nicole, die das so ein bisschen mal gezeigt, hat mir auch das ein oder andere gekauft. Und unter anderem halt diesen sündhaft teuren Blush Cheek Shade in der Farbe Bliss Butterfly. Also, da ist halt ein, ne, Schmetterling drin. Ich habe wirklich überlegt, behalte ich den nicht. Leute, das ist so ein ganz kleines Mob, 2,5 Gramm. Der ist mir viel zu hell. Und irgendwer wird sich doch bestimmt darüber freuen, Produkt von Chantecaille haben zu können, verwenden zu können, nicht diesen Wert dafür bezahlen zu müssen. Vielleicht findet sich da jemand von, der sich darüber freut. Mal schauen. Dann habe ich hier von Douglas, ja, Eye Optimizer. Dieses Concealer-Vieh.
habe ich in der Farbe Rose Beige 5. Das ist halt eigentlich so ein Dupe zu dem Becker Under Eye Correcting Gedönsen, aber ein schlechtes Dupe, weil der bei mir halt wirklich creased und nicht so gut funktioniert. Nö, jemand anders kann das gerne verwenden. Ich habe von Revolution, von Catrice, ich habe da so einige. Ich habe auch noch den Original Becker, ne? Und habe mir gedacht, komm, bevor der jetzt bei mir genauso wie die Eyeshadow Base eintrocknet, gebe ich den lieber direkt weiter. Noch einen Nagellack habe ich aussortiert, der auf dem Nagel bei weitem nicht so geil aussieht, wie hier in diesem, ne? Von Rival de Loupe aus der Cosmical Mood Limited Edition Glitter Nail Polish. Das ist dieses dunkle gewesen. Der hat nicht mal einen Namen. Das ist aber schade. Das hätte man doch wenigstens machen können. 02 heißt der, glaube ich, einfach nur. Okay. Ja, der ist halt wirklich sehr subtil auf dem Nagel und sieht eher schmutzig aus, ne? Und das finde ich schade. Das muss nicht sein. Dann habe ich hier aussortiert eine Maske. Oh mein Gott, die hat gebrannt wie Feuer. Was habe ich mir denn dazu aufgeschrieben? Irgendwas bestimmt, oder? Nicht? Claudinchen. Doch, Pure Luxury Gold Mask. Glitzert und brennt. Okay, das war jetzt auch kein Roman. Skin Beauty Products Natural. Und das ist diese hier. Du siehst damit wirklich sehr, sehr luxuriös aus, weil es halt Gold auf dem Gesicht ist. Aber wie gesagt, es klärt und strafft und das, du merkst halt wirklich, wie sie auf dem Gesicht arbeitet. Also das brennt. Ich mochte das nicht. Und es glitzert, wenn man es runternimmt. Und sowas mag ich leider nicht. Das ist halt ähnlich wie bei der Caviar Deluxe Maske von... Heißt die Caviar Deluxe Maske? Ich glaube schon, ne? Von Dalton. Das mögen ja viele total gerne, dass du danach diesen Glow hast. Aber ich mag es nicht. Und deswegen, ja, darf die mich jetzt verlassen. Ist auch nur 3 Monate haltbar nach Öffnung, deswegen muss die auch relativ schnell weiterwandern. Dann habe ich hier Nagellack von Banana Beauty. Und zwar ist das eine Farbe, die ich jetzt so ähnlich von einer anderen Marke hier auch habe. Nennt sich Ladylicious. Jo, ist eigentlich ein schöner Move-Ton oder schmutziger Move-Ton, ne? Mag ich eigentlich auch wohl ganz gerne leiden. Aber ja, wie gesagt, da habe ich jetzt eine Alternative gefunden. Ein ganz klassisches Silber von Catrice mit Acai-Öl habe ich aussortiert. Metal Speaks Louder Than Words. Farbe 81. Habe ich jetzt auch, wie gesagt, einen anderen, der ein bisschen spektakulärer ist. Da gibt es ja jetzt auch eine Neuauflage von der Trend It Up Hydro Stay Silky Serum Foundation, die ja auch eine etwas andere Formulierung hat. Die Farbe 005, die ich jetzt neu habe, ist mir schon fast zu dunkel. Deswegen ist die Farbe 010 um Längen zu dunkel. Und das ist krass, muss man wirklich mal so sagen, ne? Ja, ich bin halt sehr blass unterwegs. Dann habe ich hier noch einen Nagellack aussortiert, der auch auf den Fingern gar nicht so schön rüberkommt. Und zwar ist es der Trend It Up Easy and Speedy Nail Polish. Habe ich in der Farbe 130. Das sieht hier auch wieder im Fläschchen so ultimativ gut aus. Aber auf meinen Nägeln leider nicht. Und dann muss es gehen. Zu guter Letzt habe ich hier noch ein Wimpernserum, was leider keine Wirkung gemacht hat, obwohl es, glaube ich, Hormone enthält. X-Lash Pro Eyelash Serum. Das stand noch von einer Weile bei mir. Ist noch 6 Monate haltbar. Ja, mal gucken. Ne? Dann habe ich hier 3 Mascaras. Oh Yes Lashes Extra Volume and 36 Hours Long Lasting Mascara von Douglas. Die war leider nichts. Dann habe ich hier die Douglas Volume Mascara Volume Obsession. Die war leider auch nichts. Und die Neo Intense Serum Mascara Improving Effect, die war leider auch nichts. Schade Schokolade. Jo, das war jetzt mal wieder ein kunterbuntes aussortiert Video, wovon ein Produkt in die Tonne wandert, das Wimpernserum sehr wahrscheinlich auch, weil das ja auch schon eine ganze Weile offen ist. Schade. Weiß ich aber noch nicht. Muss ich nochmal tief in mich hineingehen. Ja, ich habe es am Auge angewendet. Das muss leider weggehen. Zack. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Übrigens, sucht und findet euch gerne unter diesem Video in den Kommentaren wilde Trash-Gruppen. Und ich habe einfach auch schon gesehen, dass viele aus meiner Community sich auch schon gesucht und gefunden haben und da auch schon Gruppen gegründet haben. Also, ne? Ist doch eine coole Nummer, das einfach hier mal zu machen. Schreibt gerne auch euer Land mit rein, weil es gibt, ich glaube, aus Luxemburg eins. Es gibt mehrere in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz. Also, ne, schaut euch gerne um. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und platt gemacht Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!